Die Rohstoffpreise sind ja stark gestiegen und viele Analysten haben ja gesagt, das ist erst der Anfang. Stimmt das oder ist der Rohstoffsektor inzwischen ein gefährlicher Sektor, ein überhitzter Sektor und dieser angebliche Rohstoff-Superzyklus steht kurz vor seinem Zusammenbruch? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Es passieren unglaubliche Dinge. Wir erleben ja erstmals seit Jahrzehnten eigentlich, auch im reichen Westen, wieder sowas wie Knappheit. Und ich muss Ihnen ja nicht erzählen, wie schlimm das alles ist. Wir sind ja alle schon völlig verzweifelt. Wir warten alle seit Monaten auf unsere neuen Porsche Cayenne Turbos und die sind ja wahrscheinlich auch schon längst alle fertig. Es fehlen eben noch zwei Dinge, nämlich einmal das Programm, das Ihre Benzinpumpe synchronisiert mit der WhatsApp-Gruppe von Ihrem Kegelclub und der kleine Chip, der Ihrer Versicherung meldet, wenn Sie zu schnell am Kindergarten vorbeifahren. Das ist natürlich ein Halbleiterproblem in dem Fall und Halbleiter sind in dem Sinn gar keine Rohstoffe. Nur wenn es Standard-Halbleiter sind, dann kann man sagen, sie verhalten sich dann sozusagen wie Rohstoffe. Sie sind kommodifiziert, wie man so schön sagt, und kommodifizierte Halbleiter sind inzwischen tatsächlich auch wirklich knapp mit entsprechenden Folgen. Sodass zum Beispiel die US-Regierung jetzt auch ermittelt, wer da schuld dran sein könnte. Die Taliban ja möglicherweise, das sind Hightech-Freaks, das weiß man, sonst hätten sie wohl kaum einen Krieg gewonnen gegen das größte Militärbündnis der Welt. Ich würde auch mal vorschlagen, aber dass man auch mal den Leuten auf die Finger klopft, die vor 2 Jahren das ganze Toilettenpapier gehortet haben damals. Aber wie auch immer, man wird den Schuldigen schon finden am Ende. Wahrscheinlich sind es am Ende wieder die Chinesen, die natürlich Halbleiter auch gehortet haben. China importiert Unmengen von Halbleitern, damit sie eben auch die ganzen Produkte herstellen können, die sie dann unter anderem auch wieder exportieren. Aber das sind natürlich nicht nur die Chinesen, die gerade horten, sondern alle, die Halbleiter brauchen. Alle horten gerade und bestellen viel, viel mehr Halbleiter, als sie brauchen, weil sie ja im Moment auch nicht wissen, wie viel sie am Ende kriegen. Ist also auch nicht viel anders, wie damals mit dem Toilettenpapier. Aber wir haben nicht nur da ein Problem, sondern denken Sie auch an den stark gestiegenen Benzinpreis. Denken wir auch an die Erdgaspreise, die sich fast verdreifacht haben innerhalb von einem Jahr. Denken wir auch daran, dass es immer mehr Leute gibt, die ja auch für diesen Winter wirklich eine Energiekrise hier bei uns befürchten, so wie hier die neue Zürcher Zeitung. Und denken wir an Großbritannien, wo es diese Energiekrise auch jetzt schon gibt, wo auch das Gas jetzt schon so teuer ist, dass viele Firmen ihre Produktion gestoppt haben, weil sich's nicht mehr lohnt und wo an den Tankstellen ja auch das Benzin ausgeht. Und als Boris Johnson dann gesagt hat, Don't panic, da haben die Leute dann endgültig auch noch die Supermärkte leergeräumt. Ich sag nur Toilettenpapier. Und denken wir aber auch an China zum Beispiel. China, wo die Kohle jetzt knapp ist und wo flächendeckend Strom rationiert wird oder auch gleich ganz abgeschaltet wird und die Kohlepreise sind da ja stark gestiegen. Und vielleicht erinnern Sie sich in dem Zusammenhang noch an unseren Zukunftsmärkte-Report zum chinesischen Kohlesektor. Von Mitte Januar damals. Ich habe damals noch gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der chinesische Kohlesektor hier irgendwen interessiert. Heute wissen wir, der Kohlesektor war in China fast der einzige Sektor, der in der Zeit seitdem gestiegen ist. Und zwar nicht schlecht gestiegen. Die Reports von uns sind übrigens auch gratis. Sie tragen sich nur einmal ein dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Ich komme aber nachher nochmal auf das Thema zurück. Gut, aber wir können uns schon fragen, was passiert hier gerade?
Vor ungefähr einem halben Jahr, da gab es ja die eine große Story am Markt, der Rohstoff-Superzyklus. Und ich habe damals auch ein Video gemacht, und die Rohstoffe hatten sich ja schon ganz gut erholt, aber es gab eben trotzdem viele, viele Analysten, die davon überzeugt waren, dass das erst der Anfang ist von dem Ganzen. Sie haben gesagt, wir haben jetzt eine starke, große Erholung von der Corona-Krise. Außerdem kriegen wir ein riesiges Infrastrukturprogramm in den USA. Und es kommt auch der Komplettumbau der ganzen Energiewirtschaft und die ganzen Elektrofahrzeuge auch weltweit. Und gleichzeitig haben aber die Rohstoffproduzenten viel zu wenig investiert die letzten Jahre. Und außerdem, ganz wichtig noch, wir haben ja auch im System beispiellose Stimuli und billiges Geld von den Notenbanken. Und das heißt, jetzt kommt unvermeidlich der große Reflation Trade und die Rohstoffe sind davon die unvermeidlichen Profiteure. Und wenn der Inflationsdruck steigt, dann kauft man ja sowieso am besten Rohstoffe. Und wenn man das natürlich sieht, was da gerade so passiert, so die Verknappung bei den Energierohstoffen zum Beispiel, aus unterschiedlichen Gründen natürlich, aber es geschieht weltweit, kann man sagen. Und da kann man schon den Eindruck haben, dass sich dieses Szenario vom großen Reflation Trade und von einem Rohstoff-Superzyklus, dass sich das jetzt gerade eben so vor unseren Augen entfaltet. Es sind aber auch noch andere Sachen passiert, seit dieser Superzyklus ausgerufen worden ist. Vielleicht erinnern Sie sich ja auch noch an diese Bauholzgeschichte, Preisexplosion bei Bauholz. Die war ja sozusagen der Kronzeuge für den Superzyklus. Und Bauholz war wirklich knapp, vor allem in den USA. Und der Preis hat sich in wenigen Monaten fast verdreifacht. Aber schauen Sie sich an, was dann passiert ist. Davon hat jetzt nämlich kaum noch einer gesprochen. Der 5-Jahres-Chart für Schnittholz in den USA von der Seite von Trading Economics, wo Sie viele solcher Charts finden übrigens, zu allen möglichen volkswirtschaftlichen Entwicklungen auch. Und für jemanden, der selber eben gerne recherchiert, da ist Trading Economics eine ganz hervorragende Seite. Angebot und Nachfrage haben sich da also wieder eingependelt bei Schnittholz und nach dieser kurzen, unglaublichen Rallye ist der Preis dann doch eben wieder auch in sich zusammengefallen. Sieht also hier eher ein bisschen nach Toilettenpapier aus als nach einem großen Reflation Trade. Oder Eisenerz, ein Klassiker, ein Industriemetall, wo wir auch vor ein paar Monaten noch viele, viele Analysten gehabt haben, die gesagt haben, das ist einer der großen Profiteure jetzt der Konjunkturerholung und zugleich haben wir aber immer noch Produktionsausfälle und darum wird der Preis auch noch über Jahre hinweg bei über 200 Dollar bleiben. Aber was ist dann wirklich passiert? Sie sehen es ja selbst, komplett Einbruch hat sich halbiert seit Mitte Juli, sogar mehr als halbiert. Und hier noch ein Chart, habe ich Ihnen auch schon in einem Video von April gezeigt. Der Bloomberg Commodity Total Return Index, ein breiter Rohstoffindex seit dem Jahr 2000 hier jetzt. Wir haben starke Preisanstiege gehabt von 2004 bis 2008. Das war wirklich so eine Art Superzyklus, kann man sagen. Dann haben wir nochmal eine Erholung gehabt dann nach der Finanzkrise. Und da war ja die Lage ähnlich wie jetzt. Die Konjunktur hat sich weltweit erholt und es gab erstmals auch so eine richtige Flut von billigem Notenbankengeld. Also ein klassischer Rohstoffpreistreiber, ja. Aber das Frappierende war dann eben ja, dass trotzdem ab 2011 die Rohstoffrallye schon wieder vorbei war und dass sie dann gefallen sind, die Rohstoffe, und zwar durchgehend bis zur Corona-Krise. Trotz der Wirtschaftserholung, trotz dem billigen Geld und trotz der Rallye am Aktienmarkt. Mich hat es damals auch unglaublich gewundert und so um 2014, 2015, da habe ich eigentlich auch gedacht, ja, also entweder müssen jetzt die Rohstoffe bald mal wieder raufgehen oder die Aktienkurse müssen runtergehen, aber so geht das nicht weiter. Aber es ging damals so weiter und was ich damals und auch viele andere unterschätzt habe, das war, dass es eben auch die ganze Zeit starke deflationäre Kräfte gegeben hat, die ganze Zeit über.
Und dass die fallenden Rohstoffpreise ja auch mit eine von den Voraussetzungen dafür waren, dass die Aktienmärkte weiter gestiegen sind, weil das hat ja dann auch Inflationsdruck rausgenommen und dadurch konnten die Zinsen relativ lang niedrig bleiben. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, genau in der Zeit, in der die Preise damals gefallen sind, hätte es ja starke Preistreiber gegeben eigentlich. Zum Beispiel China, das Land, das mit Abstand den höchsten Rohstoffverbrauch hat. Und die chinesische Wirtschaftsleistung, die hat sich ja von 2011 bis 2019 nochmal fast verdoppelt. Und viel davon ist aus dem chinesischen Bausektor gekommen. Und was haben wir da heute im chinesischen Bausektor? Ich habe letzte Woche ein Video gemacht zur Krise bei China Evergrande und da habe ich ja auch berichtet, wie der chinesische Immobilienmarkt gerade von der Regierung gedrosselt wird eben auch und wie die Baukonzerne jetzt zusätzlich noch durch die Krise bei China Evergrande jetzt Probleme kriegen und zwar fast alle. Und das heißt, der chinesische Immobilienmarkt, der eminent wichtig ist für die globale Rohstoffnachfrage, der boomt jetzt eben nicht mehr, sondern der ist in der Krise. Und selbst wenn wir da den Infrastrukturbereich mal abziehen, dann kommen immer noch 20% von der globalen Stahlnachfrage und 20% von der globalen Kupfernachfrage aus dem chinesischen Immobiliensektor. Plus 9% von der globalen Aluminiumnachfrage und 8% von der Nickelnachfrage. Das ist die Realität im Moment. Und jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, macht nichts, zum Ausgleich dafür kriegen wir jetzt das große US-Infrastrukturprogramm in den USA. Das kann das Ganze ja vielleicht ein bisschen ausgleichen. Aber ob das so kommt, wie man sich das gedacht hat vor ein paar Monaten, das ist auch fraglich. Die USA sind pleite, beziehungsweise, ja, klar, sie sind natürlich nicht pleite, aber sie reißen jetzt wieder die Schuldenobergrenze und sie wären ja jetzt auch schon beinahe wieder in den nächsten Shutdown gerasselt. Und Joe Biden braucht jetzt für die Anhebung dieser Schuldenobergrenze wieder mal die Zustimmung von den Republikanern. Und das wird wieder große Debatten geben, obwohl ja die Republikaner an der Verschuldung genauso schuld sind wie die Demokraten. Aber die Republikaner, die wollen jetzt natürlich von der Regierung hören, wie Joe Biden in Zukunft gedenkt, dass er die Schulden senkt. Und was ja noch dazu kommt, das ist ja, dass jetzt auch Teile von den Demokraten dieses Infrastrukturpaket blöd finden und dass sie eigentlich viel mehr Ausgaben haben wollen für Bildung und Erziehung und Kinderbetreuung, was jetzt natürlich nicht so die Rohstoffnachfrage antreibt. Und man kann sich darum jetzt schon fragen, was von diesem großen Infrastrukturprogramm dann am Ende überhaupt noch übrig bleiben wird. Mit anderen Worten, die Nachfragesituation für Rohstoffe, die ist nicht annähernd so gut, meiner Meinung nach, wie im letzten Jahrzehnt. Und billiges Geld und Inflationssorgen, das allein rechtfertigt keine Rohstoffpreisrallye. Das zeigt, würde ich sagen, hinreichend die Erfahrung nach der Finanzkrise. Man muss sich sowieso auch immer die Frage stellen, treibt die Inflation jetzt die Rohstoffpreise hoch oder treiben die Rohstoffpreise die Inflation hoch? Und letzten Endes würde ich eben sagen, nachdem wir jetzt eben die erste Begeisterungswelle gehabt haben bei Rohstoffen, da wird sich, denke ich, die Lage zumindest wieder normalisieren und die Marktteilnehmer werden jetzt, denke ich, verstärkt auch wieder darauf achten, wo möglicherweise übertrieben worden ist und wo wir auf der anderen Seite aber von den Fundamentaldaten her, vom tatsächlichen Verhältnis von Angebot und Nachfrage her, wirklich Perspektiven noch haben. Das gibt es nämlich auch im Rohstoffsektor. Es ist da nicht alles schlecht. Vor 2 Wochen zum Beispiel, da bin ich ja hier ausführlich eingegangen auf Uran. Uran, ein Rohstoff, der auf jeden Fall schon mal unabhängig ist von der globalen Konjunktur und der braucht auch keinen chinesischen Immobilienboom und der braucht auch kein US-Infrastrukturprogramm und sowas. Da geht es um ganz andere Dinge. Und wir werden außerdem hier auf dem Kanal jetzt demnächst auch wieder Rohstoffe im Einzelnen behandeln. Also Industriemetalle zum Beispiel, wie Kupfer, wie Nickel, Aluminium, Eisenerz, die sich ja ganz unterschiedlich entwickelt haben, jetzt auch die letzten Monate.
Und zu einem Rohstoff, nämlich zu Öl, da kriegen Sie schon nächste Woche was von uns, nämlich ganz ausführlich den neuen Zukunftsmärkte-Report. Hier der Chart von Brentöl, die letzten 2 Jahre, ein Rohstoff, wo es seit der Corona-Krise wirklich wieder steil aufwärts geht, ein Chart wie auf Gleisen nach oben und der ja auch in den letzten Wochen, die nicht ganz einfach waren an den Börsen, der da schon wirklich überzeugt hat, würde ich sagen. Öl im Spannungsfeld der OPEC und der Fracking-Industrie, aber eben auch getrieben möglicherweise von zu niedrigen Investitionen in Großförderprojekte jahrelang und von einer Nachfrage auch, die man ganz offensichtlich unterschätzt hat. Und die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind gratis. Sie müssen sich nur einmal anmelden dafür auf www.zukunfts-märkte.de, wie schon gesagt. Und eine Anmerkung noch dazu. Wir werden oft angeschrieben, gerade von Zuschauern, die sagen, jetzt habe ich mich schon eingetragen für den Report, aber es kommt nichts. Was soll das denn jetzt sein? Es ist so, das Erste, was wir immer rausschicken müssen, das ist eine Mail mit einem Bestätigungslink. Und auf den müssen Sie dann nochmal kurz drücken. Weil wenn Sie das nicht bestätigen, dann dürfen wir Ihnen nichts mehr schicken, gar nichts mehr, selbst wenn wir wollten. Wir dürfen Sie noch nicht mal nochmal anschreiben und Sie fragen, ob Sie die Reports vielleicht ja doch haben wollten, weil sie sich ja schon eingetragen haben dafür. Ist für beide Seiten ärgerlich, aber das ist leider die Rechtslage. Also einfach in der Bestätigungsmail dann nochmal bestätigen, ich habe bestellt, ich will die Reports auch haben und ich bin immer noch Herr meiner Sinne. Und dann bekommen sie die auch von uns in lockerer Folge. In diesem Sinne also, don't panic, um es mit Boris Johnson zu sagen, wobei Sie wissen ja, wie es damals mit Toilettenpapier war, da hat man auch gesagt, naja, reicht auch, wenn ich das morgen besorge, aber da war es dann doch schon zu spät. Also gleich anmelden, www.zukunfts-märkte.de, der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.